Unsere kleinen Hunde kommen jetzt wieder raus. Warum dauert das denn 9 Tage? Ich dachte immer, das wäre 7. Ja, eigentlich ist es auch 7 Tage. Eine Woche gucken wir uns die Hunde an, wie sie sich entwickeln, ob sie okay sind, dass sie keinen Durchfall haben. Wir testen den Kot dann nochmal, dann können sie sich ein bisschen eingewöhnen in der Quarantäne und dann kommen sie rüber in den Verkauf. Die sind jetzt 9 Tage gewesen, weil einer ist ein bisschen frech, der hat ein bisschen grob mit dem anderen gespielt. Und da hatte eine ein bisschen gerumpelt 2 Tage und dann wollten wir dann einfach noch abwarten, weil wir die dann nicht einzeln drüber setzen, sondern die ganze Gruppe. Ach so, die Gruppe wird gar nicht getrennt. Die kommen also von der Mutterhündin als Hundegruppe, als Junghundegruppe nach hierhin, bleiben dann zusammen in dem Beobachtungsraum und gehen dann darüber. Wie stelle ich mir das denn vor mit dem Beobachtungsraum? Sie sagen, ihr beobachtet die eine Woche oder jetzt in dem Fall 9 Tage. Sitzt da einer den ganzen Tag mit dem Stuhl davor und guckt? Nein, so extrem auch nicht. Aber wir haben natürlich die Tierpfleger, die gucken morgens, mittags und abends. Dann haben wir Tierpfleger, die sich darum kümmern, also sprich auch die Hunde beschmusen, bespaßen. Und ja, und wir Tierärzte natürlich auch regelmäßig, so oft wir können. Sie schmusen auch mit den Hunden? Nee, wir gucken nach, ob alles in Ordnung ist. So. Klar, schmuse ich auch mal mit einem oder anderen. So. Muss ich zugeben, ja. Ach so, das war jetzt ein offenes Geständnis. Ja, und wir warten jetzt darauf, dass die Britta den Hund bringt, richtig? Oder? Ja, ich warte auf Britta. Aber die kommen einzeln. Ja, wir schauen uns die jetzt einzeln doch mal an. Und dann ziehen sie um in die vorderen Räume bei uns und warten auf ein neues Zuhause. Du darfst als erstes. Ihr müsst noch warten. So. Ja, da bin ich schon. Ja. Nummer 1 ist da. Kommt die Britta zur Nachuntersuchung? Wollte unbedingt. Die Britta. Oh, hallo. Nee, der Hund natürlich. Ach so. Dann schauen wir jetzt mal. Ich schaue mir erstmal das Gebiss an. Und jetzt machen wir die gleiche Untersuchung wie vor 9 Tagen, oder? Nein, keine Sorge. Wir schauen einmal kurz drüber, ob die Ohren sauber sind, ob die Milchzähne alle da sind, ob da nicht Lymphknoten geschwollen sind. Ich höre einmal kurz ab, Herz und Lunge. Es ist einfach nur so ein kurzer Check-up, bevor sie jetzt umziehen, ne? Ja, und das ist jetzt der Anführer der Gruppe oder warum kommt er als Erster? Oder ist er so vorwitzig, oder? Das ist jetzt zufällig wirklich der vorwitzigste von den anderen. Ja, da ist er jetzt schon sofort rausgekommen, der hat gar nicht gewartet, oder? Nee. Ja, da kommt schon entgegengestürmt. Aber diesmal hat er auch einen kleinen Kratzer hier, den wollte ich mir noch mal angucken, aber es sieht alles in Ordnung aus. Gut, alles prima, dann kann er jetzt in sein Hundezimmer rübergehen. Okay. Jawohl, toll machst du das. Du bist jetzt leider erstmal alleine, aber es kommt gleich jemand. Du bist nicht lange alleine. Ich glaube, da ist auch schon jemand, der mit dir spielt. Da sind wir doch schon. Schau mal, die Jenny, die wartet schon auf dich. Das ist jetzt der, der gehumpelt hat, ne? Genau. Hast du mir gebracht. Na, Hinkebein. Na, schauen wir mal nach. Hoffentlich ja nicht mehr, ne? Genau. Heißt du Hinkebein? Am besten wäre, wenn ich sie jetzt mal laufen sehen könnte, dass ich erstmal das Gangbild einmal anschaue. Auch mal eine Kurve laufen, ruhig. Mhm. Und dann gucke ich es mir gleich noch mal genauer an. Müsste sie einmal auf den Boden setzen. Gut, wir probieren es mal. Ne, er kriecht eher. Er kriecht. Er ist noch unsicher. Geben Sie ihn 1-2 Minuten. Ja, das sieht doch gut aus. Dann hätte ich den gerne noch mal auf den Tisch, dass ich mal gucken kann, ob sonst alles in Ordnung ist. Jetzt müssten Sie wieder einmal ganz kurz ruhig sein, Chef. Okay. So, das war die hier. Ich schaue jetzt einfach nur, ob irgendeine Schmerzreaktion da ist. Irgendwas Auffälliges. No, sind wir nur ein bisschen. No, alles gut. Okay, dann da war rüber. Dann komm, Flitzi. Dann gehen wir mal. Das ist gleich der 5. jetzt, ne? Ja. Oh. Das ist Nummer 5. Sie ist aber kleiner als die anderen, ne? Ja. Da müssen wir schauen. Die ist jetzt nicht zu dünn, ne? Aber sie ist zierlich. Und sie ist, glaube ich, auch die Einzige, die mit dem Essen ein bisschen mäkeliger ist, ne? Dann kann ich die ja heute Abend mal mitnehmen zum Steak essen. Ja, mich okay? Auch. Mich können sie auch gerne mal mitnehmen zum Steak essen. Ja, dann gehen wir 3 zusammen Steak essen. Und die Britta bezahlt? Nee, ich gehe nicht mit.
Ja, Sie können mich gerne auch mitnehmen, aber bezahlen kann ich leider nicht. Ich habe ganz aus Versehen das Geld vergessen. Ja, okay. Dann gehen wir alle vier heute zusammen Steak essen. Da wird bestimmt ein lustiger Abend und du kriegst mal was auf die Rippen. Und? Wie sieht's aus? Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Code ist in Ordnung, haben sich gut eingelebt. Oh, sind doch ganz entspannt. Oh, Steff hat sich da von der Seite angeschlichen. Alle fit? Ja, alles gut. Ich meinte die Hunde natürlich. Wir auch. Ach, ihr auch. Ja. Das ist immer gut, wenn ihr fit seid. Und? Hattet ihr schon die ersten Vermittlungsgespräche oder weshalb diskutiert ihr gerade? Nee, wir fangen jetzt mit dem Training so langsam an, damit die schon ein bisschen was kennengelernt haben, wenn die in die neue Familie gehen. Was ist denn Training? Ich mache mein ganzes Leben Training. Das hilft irgendwie nicht. Und wie macht ihr das? Wir machen kein Krafttraining. Wir machen natürlich Gewöhnung an Geschirr, an Leine. So die alltäglichen Sachen, die auch jeder Mensch, der sich einen jungen Hund holt, natürlich zu Hause machen würde. Und damit fangt ihr jetzt an? Genau, damit fangen wir jetzt an. Aber die letzten zwei Tage, seitdem die jetzt drin sind, habt ihr das noch nicht gemacht, oder? Nee, die müssen sich ja erstmal ein bisschen dran gewöhnen an alles. Ne? Jetzt haben wir denen zwei Tage Zeit gegeben, die haben sich gut eingelebt und jetzt fangen wir heute, wollten wir eigentlich das erste Mal damit anfangen. Und womit fangen wir an? Mit dem Geschirr, dass sie sich schon mal ins Geschirr gewöhnen. Ja, das gucken wir uns mal an, dann zeigen sie mal. Ja, nächste Woche müssen wir Hunde holen, da weiß ich nicht, vielleicht müssen wir eine Übernachtung machen. Wir hatten das letzte Mal gehabt, als wir in Augsburg die Hunde geholt haben, kam dann ein wüstes Schneetreiben. Da kamen wir gar nicht mit dem Auto durch. Da müssen Sie sich mal zu Hause abmelden, dass wenn wir wieder so ein Wetter haben, dass wir einen Tag später nach Hause kommen. Kriegen Sie das geregelt, oder? Im Prinzip ja, aber Ihr Auto ist doch eigentlich schnell genug. Also wenn Sie mich fahren lassen, dann schaffen wir das vielleicht in einem Tag. Und das Wetter ist ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, wir wechseln lieber das Thema, wenn ich Sie fahren lasse. Das ist eine gute Idee, sonst muss der Hund noch was länger warten, wenn Sie über Autos sprechen. Aha. Ich habe aber dafür Ihnen extra was in Porsche Rot mitgebracht, wie Ihr Auto. Ja, noch eine Werbesendung. Wir machen hier eine Sendung über Hunde, nicht über... Stimmt, dann sagen wir hier Ferrari Rot. Das wird nicht besser, ja. Wir bleiben jetzt mal. Den Ferrari würde ich auch noch gerne fahren. Wir sind hier beim Thema Hunde. Dann brauchen wir erstmal einen. Das ist doch ein Windhund, der ist besonders schnell. Aha. Und wie viele Gänge hat er? Schritt, Trab, Galopp, Rennen, vier. Ja, und Allradantrieb auch noch. Natürlich. Ja, aber hallo. Sag mal, du weißt gar nicht, was dir geschieht, ne? Kriegst du da so ein Geschirr? Oh. Und der hatte jetzt noch nie im Leben Geschirr? Nee, man sieht jetzt auch, dass es für sie noch sehr unangenehm ist. Also sie traut sich jetzt auch noch nicht so wirklich. Das ist jetzt das allererste Mal. Und jetzt kriegt er noch Leine dran und dann geht's los? Oder wie machen wir das? Nee, erstmal, dass sie sich nur an das Geschirr gewöhnen können und an den Tragekomfort. Und dann später kommt die Leine dran, dann gehen die schon kleinere Runden Gassi. Ja, und wann ist später? Eine Stunde, ein Tag, eine Woche oder wann geht's los? Nee, das würden wir jetzt morgen, spätestens übermorgen mit den Hunden anmachen. Also, und jetzt hält er das Geschirr nur einen Augenblick an und dann darf er wieder nach seine Familie. Genau, wenn er das akzeptiert und damit gut klarkommt, dann wird es wieder ausgezogen als Belohnung und darf er wieder zu seiner Familie. Ja, prima. Ja, dann erlösen wir ihn. Ja. Ja. Hat sich geschafft. Jetzt hat er auch keinen Stress mehr, jetzt ist er schon viel ruhiger. Ja. Ja, prima. So, jetzt ist der kleine Hund wieder weg und hat das Geschirr anprobiert. Ist das alles, was wir anprobieren oder was macht ihr mit dem Hund noch? Nee, natürlich machen wir noch mehr. Alters- und auch Charakter entsprechend des Hundes arbeiten wir ihn auch weiter. Also wie ich ja schon sagte, so das, was die Leute auch zu Hause mit ihrem jungen Hund machen, das versuchen wir hier auch schon zu erarbeiten. Wie zum Beispiel Sitz, Platz, Rückruf, solche Dinge. Aber wenn wir eine Familie finden, dann können die dann noch nicht perfekt, ne? Nee, meistens sind die ja noch so jung, dass die in den Anfängen sind. Also manche Sachen können die dann schon besser und manche Sachen können die noch nicht so gut. Das müssen dann natürlich die Leute weitermachen. Also, das heißt, wir machen das erste Training oder ihr. Genau. Und den Rest muss man zu Hause machen. Genau. Also, es gibt nicht den perfekten, dressierten, super stubenreinen Hund. Sondern ein bisschen Arbeit lassen wir noch ihn. Aber sie sollen sich auch mit dem Hund beschäftigen. Und das ist eigentlich das, was überhaupt Spaß macht. Ja und, Tina, vom Gesundheit ist das jetzt alles fertig? Sie haben den zu Ende untersucht und nach mir die Sündflut? Oder was passiert dann?
Ja, also wenn die zukünftigen Besitzer kommen, dann gehe ich nochmal dorthin, schau mir den Hund genau an und erkläre auch dem Besitzer, worauf er in Zukunft achten soll. Ich mache sozusagen eine Übergabeuntersuchung, eine Übergabe mit dem Besitzer, mit dem Hund zusammen. Und der Besitzer, der zukünftige, kann dann auch bei uns noch 2 Wochen lang anrufen, vorbeikommen, wenn irgendwas ist, sich an uns wenden, wenn er irgendein Problem mit dem Hund haben sollte. Das stelle ich mir einfach mal so vor, als wenn ich mir ein Auto kaufe und der Mann in der Werkstatt, der Meister, wo Sie der Arzt wären, zeigt mir am Auto alle verschiedenen Stellen. Das ist rostig, der fällt bald ab, was wir hoffentlich nicht bei unseren Hunden haben. Und anschließend weiß ich, worauf ich an mein Auto achten muss. Und so machen Sie die Übergabe genauso mit dem Hund, dass wirklich jeder weiß, wo er dran ist. So verstehe ich das. Ja? Ich kenne das von meinem Mechaniker so nicht, aber wir machen das so, ja. Ja, prima. Ja, und 2 Wochen Garantie geben wir dann natürlich da drauf. Ich denke mal, das ist sicherlich eine ganz tolle Sache. Egal, was der Hund haben sollte, Sie melden sich einfach bei uns. Wir haben immer Tierärzte, die speziell auf unsere Hunde und alle anderen Kleintiere natürlich auch ausgebildet sind und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wir sind natürlich auch noch nach dem Kauf da. Bei uns ist das nicht so gekauft wie gesehen und nach uns die Sintflut, sondern wir möchten unbedingt, dass Sie zufrieden mit Ihrem Tier sind.